Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner Selbstvorstellung. Im Hintergrund seht ihr ein Video von meinem Server, davon mache ich regelmäßig eine Let's Show, auf dem ich dann die verschiedensten Dinge zeige. Hier am Anfang hat man jetzt eine kleine Plattform gesehen, die ich inzwischen baue und dort so verschiedene Sachen reinsetze. Das sieht man dann aber im nächsten Let's Show. Genauso wie unten rechts diesen Höhleneingang, da werde ich noch was ziemlich Großes draus bauen. Was ich jetzt hier auch auf dem Kanal verwende, ist beispielsweise mein intelligentes Lampensystem. Es leuchtet immer die vorderste Lampe, wenn die an ist, damit man eben sehen kann, wo man dann mit dem Minecart hinfährt. Hier zeige ich euch jetzt auch noch meine Slime-Farm. Also diese drei Sachen, vier Sachen sind mein ganzer Stolz auf dieser Karte. Denn neben meinen Let's Plays mache ich auch einiges an Tutorials, gerade zur Slime Farm oder wie braut man Tränke oder wie baut man so ein intelligentes Lampensystem, gerade mit Redstone Sachen versuche ich immer jeden Wunsch abzudecken. Zu mir selber, ich bin 18 Jahre alt, mache zusammen mit meiner Freundin die Let's Plays, wenn sie dann Zeit hat und wenn es geht. Also zusammen machen wir hauptsächlich das Minecraft Survival Island Let's Play. Kommt auch wieder so bald, wie sie eben aufnehmen kann. Neben den anderen Let's Play, also die anderen Let's Plays sind dann auf unserem Kanal noch Darkness 2. Man spielt einen Mafia-Boss, der von der Dunkelheit besessen ist. Und so eine andere Bande-Gruppe möchte eben diese Dunkelheit für sich besitzen, da das so eine ziemlich große Macht ist und wir müssen es dann durchkämpfen und finden so einiges über unsere Vergangenheit raus. Das dritte Let's Play neben Survival Island und Darkness 2 ist Gothic 4 gerade. Das ist mit 100 Parts beendet, aber also ich habe die schon alle fertig gemacht und die werden gerade nacheinander veröffentlicht. Auch ein ziemlich geiles Spiel, man ist so in der RPG-Rolle drinne, vollkommen, läuft durch die Städte durch die ganze Welt eigentlich und muss eigentlich, was am Anfang gesagt wird, gegen den König Roba, den Dritten, kämpfen und das Königreich retten, denn der ist von Macht zerfressen worden, auch von Dunkelheit oder sowas. Wissen wir noch nicht genau und müssen eben gucken, dass wir irgendwie das Land vor dem Untergang retten. Und das vierte Let's Play ist von mir, mein Minecraft Let's Play ohne irgendjemand anderen. Da hole ich dann aber immer wieder mal Abonnenten rein. Das ist mein Ziel. Ich bin gerade erst beim dritten Part, deswegen ist da noch nicht viel passiert. Also habt ihr da noch die Chance, von Anfang an mit reinzukommen. Wobei mir wurde gesagt, es dauert auch eine Weile, bis dieses Video vorgestellt wird. Deswegen bin ich da wahrscheinlich schon ein Stück weiter. Aber wer sich vielleicht von euch gut anstellt und länger mit dabei ist, der hat vielleicht Glück und kommt mit rein. Von den Videos, die ich gesprochen habe, also hier seht ihr jetzt das Video für die Slime Farm und für das Tränkebrauen. Sind sehr aufschlussreiche Videos, fand ich echt klasse. Hier ist dann noch das intelligente Lampensystem, dass ihr das auch mal sehen könnt, wie das einfach so aussieht, dass ich erkläre immer relativ viel, deswegen werden die Videos länger, als sie sein könnten. Und dann noch Wasser unendlich weit fließen lassen, dass ihr einfach mal einen Überblick über meine Videos habt. Also ich mache nicht nur Minecraft-Let's Plays, ich habe auch andere Let's Plays, aber bei Tutorials oder sowas, da haue ich, also ich versuche so täglich eins rauszuhauen oder alle 2, 3 Tage, je nachdem, ob es was gibt oder so. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere findet sich vielleicht mal auf meinem Kanal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis denne.